Wahrscheinlich seid ihr auch das schon mal Postauto oder Bus gefahren und wahrscheinlich gehört ihr irgendwie Karosserie Hess AG hier im Bauch. Es geht um Bus, aber noch um viel mehr. Ich freue mich jetzt auf Alex Neff, er ist Geschäftsführer der Karosserie Hess AG. Guten Morgen. Guten Morgen, Sandra. Willkommen bei der Karosserie Hess. Darf ich dich bitten? Rund um mich herum hat es Busse, aber die Karosserie Hess AG ist noch viel mehr. Wer seid ihr? Die Karosserie Hess ist ein Fahrzeugbauer, ein Entwickler, ein Hersteller, aber auch eine Firma, die Fahrzeuge unterhaltet und repariert. Wie viele arbeiten denn hier? Hier im Bau sind wir mittlerweile wieder rund 330 Mitarbeiter. In der ganzen Gruppe sind es rund 500. Ein Bus ist ja riesig. Kann ich denn so miterleben von A bis Z, wie ein Bus entsteht? Die Herstellung eines Bus ist sehr eine komplexe Geschichte und ich möchte dir das am liebsten gerade in der Werkstatt zeigen. Hier sieht man jetzt langsam, was wir machen. Hier sehen wir jetzt den Bus im Produktionsprozess etwa auf halber Strecke. Er ist als Rohbau entstanden, ist jetzt lackiert worden und jetzt fängt man mit dem Innenausbau an. Also mit den Stühlen und genau. Dem Ganzen. Genau. Ihr seid ein Familienunternehmen. Seit wann gibt es euch? Uns gibt es seit 1882 und wir sagen, dass wir in der fünften Unternehmergeneration unterwegs sind. Zuerst zwei Generationen von der Familie Hess und mein Grossvater hat 1927 seine Stelle hier angetreten und hat sukzessiv die Firma übernehmen. Hier sehen wir übrigens gerade ein Postauto, das für das Tessin vorgesehen ist, auszuliefern. Möglichst schmal, möglichst kurz. Hier haben wir einen Stadtbus, den wir gerne mal rein schauen können. Das ist jetzt ein Stadtbus. Genau, das ist ein Stadtbus, der möglichst viel Fläche hat. Fläche zum Stehen, Fläche für Kinderwagen, für Rollatoren, für Rollstühle und eher wenig Sitze hat. Und woher geht der Bus, wenn er fertig ist? Der geht auf Freiburg, Agglomeration Freiburg und wird dort rein elektrisch, CO2-frei, eigentlich die nächsten 20 Jahre im Einsatz sein. Wenn ich, so wie ich jetzt hier sehe, wie lange bleibt der noch hier? An dieser Stelle bei uns in der Produktion braucht er etwa 8 Wochen, bis er nachher ein Kunde abgeliefert werden kann. Also spätestens in 9 Wochen ist er unterwegs. Genau. Was wird jetzt hier gerade erledigt? Hier wird gerade ein Kabelbaum eingezogen. Wir haben enorm viel Elektrik und Elektronik in diesen Fahrzeugen. Wir haben bis zu 12-15 km Kabel in so einem Bus. Und wir konfektionieren den Kabelbaum vorkonfektionieren und dann so montieren. Und das wird jetzt mühsam von Hang reingedrückt. Genau. Und statt dass wir jedes einzelne Kabel reinziehen, haben wir ganze Kabelstränge, die wir hier reinziehen. Französisch angeschrieben, Busform ein bisschen anders als vorher. Wo geht der Bus her? Der geht in der Tat nach Frankreich, nach Lyon. Und ist für uns ein schöner Exporterfolg mit rund 34 Stück, die dort hergehen. Ah, da leuchtet schon. Der Bus ist schon ziemlich fertig, oder? Ja, der ist kurz davor fertig zu sein. Der ist übrigens für Verona. Da sieht man jetzt von oben auf so einen Bus runter. Man sieht auch eine gewisse Komplexität, die sich heute darstellt. Das sind alles Elektrobus. Und die Komponenten sind auf dem Dach oben. Das sind Batterien, das sind Umrichter, das sind Klimaanlagen, Bremswiderstände. Ja, das ist nicht viel Platz frei. Das ist wieder etwas Spezielles hier. Das ist ein Fahrzeug, das 25 Meter lang ist und über 200 Fahrgäste transportieren kann. Und warte jetzt, hier hat es ein Gelenk, zwei Gelenke. Das ist ein Doppelgelenkbus. Doppelgelenkbus, ganz genau. Seid ihr die Einzigen in der Schweiz, die diese Riesenbusse machen? Hersteller in der Schweiz ja, aber wir haben natürlich andere, die aus dem Ausland versuchen, in die Schweiz zu exportieren. Und die kommen vor allem aus Westeuropa. Wie sieht denn so eine Zusammenarbeit aus mit jemandem eben übersee? Mit anderen Busherstellern in Übersee arbeiten wir zusammen, dass wir Technologie liefern und Kit. Kit sind Bausätze, wie bei einem IKEA, wo man einen Baukasten kauft. Einen Kasten liefern wir gewisse Kit-Materialien liefern, um einen Bus zu bauen. Kann ich so ein Kit sehen? Das können wir zusammen schauen. Das ist jetzt das, was wir Kit nennen. Wir sagen ein Kobold-System, das ist ein modulares System, wo man kleine Postautos machen kann, grosse Doppelgelenk-Trolleybus. Das sind Profile, die zusammengeschraubt werden, ganz einfach, die unterschiedlichste Längen und Ausstattungen erlauben. Es
zweites Standbein unserer Firma ist der Fahrzeugbau, der Nutzfahrzeugbau. Da tut man auf einem angelieferten Fahrgestell tut man einen Aufbau machen, einen Kofferaufbau, eine Ladebrücke, je nach Kundenwunsch. Das ist jetzt ein Kofferaufbau? Ja, das ist ein Kofferaufbau. Dort haben wir eine Ladebrücke. Auch wieder ein Fahrgestell, das uns angeliefert wird und dort machen wir kundenspezifische Lösungen drauf nachher. Fahrzeugherstellung ist das eine, damit wir auch sehr gerne Fahrzeuge instand halten, instand setzen und da möchte ich dir gerade etwas Spannendes zeigen. Ah, ein Oldtimer, der muss geflickt werden. Genau, den haben wir wirklich von Grund auf erneuert, revidiert und er strahlt in neuem Glanz. Es ist ein Fahrzeug von 1953. Das Ausbilden von Lehrlingen hat bei uns eine grosse Tradition. Wir haben 7 Berufe, 22 Lehrlinge, die wir hier am Standort Bauch haben. Wir haben hier gerade Jonas Stüdeli, der ein bisschen mehr erzählen über seine Tätigkeit. Hallo Jonas. Wir haben hier unser Warzenblech. Meine Arbeit ist eigentlich, dass ich das Kanten, Löcher vorbereite, Kanten breche, dass sich niemand verletzen kann. Und dann wird das so weiter verbaut. Was ist dein erster Beruf? Ich lehre Fahrzeugschlosser, beim 4. Lehrjahr. Und jetzt bin ich gerade in der Abteilung Nutzfahrzeug. Dort haben verschiedenste Arbeiten wie Kipper für Baufirmen. Du bist in einem Jahr fertig. Genau, das ist richtig. Ja, danke vielmals und noch viel Glück. Gleichfalls. Ah, das sieht jetzt aber ziemlich normal aus, hier wie geflickt. Genau, der Karossier war früher der, der die Karosserie gemacht hat. Heute versteht man meistens eben den Reparateur darunter. Man sieht auch gerade ein schönes Beispiel. Nicht schön für den Besitzer, aber wir müssen die Arbeit wieder instand stellen. Also nicht nur bei uns, hier könnte ich auch mit meinem Auto vorbeikommen, wenn ich einen Bock habe. Ganz genau. Auch bei normalen PWs die wir Karosserie reparieren, dass sie wieder neuwertig sind und die Karosserie schön glänzt und wie neu aussieht. Danke vielmals. Das nächste Mal, wenn ich in Lausanne in Zürich bin und Bus fahren, denke ich an euch. Hier im Bauch sind 300 Mitarbeiter, die arbeiten, Mitarbeiterinnen. Wo soll es hergehen? Wir haben fantastische Produktepalette, die sehr tolle Beiträge leisten kann, auch so nachhaltiger Mobilität mit unserem Elektrobus, auch die ganze Lifecycle-Thematik rund um die Produkte, um die Betreuung, After Sales über die 15 bis 20 Jahre. Ich glaube, da haben wir noch sehr viele Möglichkeiten rund um Fahrzeugbau und Fahrzeuginstandsetzung. Ja, Alex, danke vielmals für die Führung und alles Gute. Merci gleichfalls und noch gute Reise. Ja, merci.